Ich bin sicher, dass jeder einzelne Aussteller einen großartigen Beitrag leistet. Und ich glaube eigentlich, das Highlight an sich ist die Veranstaltung. Ich glaube wirklich, wir sind einfach eine nette Outdoor-Location, die was Besonderes ist, weil sie bei jedem Wetter funktioniert. Man hat immer ein tolles Ambiente und muss nicht in einem weißen Saal sitzen, wo man anpickt und irgendwie ganz viel Deko braucht. Also man hat einfach das natürliche Ambiente. Am Liebestag präsentiere ich mein eigenes Unternehmen, sprich Zoe bei Inge Zecker. Ich entwerfe Brautkleider nach Maß. Die Braut kommt mit ihrer eigenen Vorstellung zu mir und wir setzen dann gemeinsam ihr Traumkleid um. Oder sie kann auch aus der Kollektion meiner Kleider wählen und sich für einen schönsten Tag im Leben beraten lassen. Ich repräsentiere Headpieces und Brautsträuße, also Brooch-Bouquets. Das ist in Österreich noch eher neu. Das sind Sträuße aus ungewöhnlichen Materialien wie Broschen, Knöpfen, Pompons, Buttons, alles, was ihnen so einfällt. Auch beim Liebestag geht es sehr stark um das Detail. Das ist was, was wir in der Lingerie Macchiato auch wirklich in den Vordergrund rücken, diese Liebe zum Detail, diese Liebe sozusagen zu der speziellen Lösung. So wie hier am Liebestag, ja, wo Individualität und Exklusivität im Vordergrund stehen, haben auch wir in unserem Geschäft eben Dinge, die man sehr stark anpassen kann an das eigene, wie man es halt möchte. Ja. Ich arbeite in einem Familienbetrieb bei meinen Eltern und es ist jedes Mal eine Herausforderung, Bräute zu stylen. Es macht schon Spaß, auch mit den Kunden drüber zu reden und weil dadurch, dass es ein Online-Shop ist, hat man eigentlich sehr viel online mit den Kunden zu tun und eben am Liebestag. Das gibt einem die Möglichkeit, so direkt mit den Kunden zu reden über ihre Hochzeit, was sie planen. Die Brautpaare, die hierher kommen, sind qualitätsbewusst. Ich bin der Cake Shop und mein Name ist Christine Schlert. Der Cake Shop macht Torten, Cake Pops, Cupcakes, Mini Google Hoops, also alles, was es an süßen Dingen für die Torte gibt. Es ist einfach wunderschön, die Liebe zwischen zwei Menschen festzuhalten, in Erinnerungen, die sie ihr ganzes Leben lang haben. Also ich heirate heuer selber und mir ist Fotografie total wichtig. Und ich finde es einfach schön, wenn man dann später auf diese besonderen Momente wieder zurückblicken kann und der Tag fängt wieder zum Leben an.